denn wir bauen Brücken. Sie entscheiden. Ist das mein Schicksal? Wir brauchen keine Angst vor unserem Schicksal zu haben, weil wir bewusst wählen können. Du entscheidest. Dass ich mit ihm gegangen bin, immer, das kommt davon, dass ich das Bedürfnis habe. Das ist dasselbe Bedürfnis wie er. Nicht wahr? Und die andere haben es nicht. Leopold Sondy ist 1893 geboren. Er war ein ungarischer Arzt, Psychiater, Heilpädagoge und Tiefenpsychologe. Es ist eine wirklich ein Rätsel. Und ich kann dieses Rätsel nur so lösen, dass ich annehme, dass da es gibt ein Trieb, religiös zu sein. Das kann sich mit den Jahren verändern. Aber es gibt ein Trieb.
Nach lebenslangem Forschen war Leopold Sondi davon überzeugt, dass unsere Vorfahren unser genetisches Erbe prägen. Jeder hat einen Rucksack mit Dingen, die uns gefallen und Dingen, die uns nicht gefallen. Wir sind jedoch nicht Sklaven unserer Ahnengeschichten. Mit Hilfe von unserem Ich und unserem freien Willen können wir bewusst entscheiden, welche Ahnengeschichten wir in unserem Leben ins Jetzt mitnehmen, was wir loslassen, respektive umwandeln wollen. Wir können unsere eigenen Lebenspläne skizzieren, umsetzen und leben. Das ist möglich, weil jeder ist der Kapitän vom eigenen Schiff und kann sein eigenes Leben lenken. 1986 ist Leopold Sondi in Küsnacht bei Zürich gestorben. Er hinterließ uns seine Lehre als Hilfestellung, damit wir uns für ein eigenes, selbstbestimmtes Leben entscheiden können. Wähle, was du bist. Wenn ich meine Anlagen kenne und weiß, was ich brauche, kann ich bewusst wählen. Frau Schweikert, Sie sind seit vielen Jahren am Sondi-Institut tätig. Sie sind Psychologin, Schicksalsanalytikerin und hier am Sondi-Institut Stiftungsrätin. Ich danke Ihnen sehr für die Zeit, die Sie sich für dieses Interview nehmen heute. Gerne. Leopold Sondi, ein großer Name, ein Mensch, der sehr viel bewirkt hat. Und hier in der Metropole Zürich steht das Sondi-Institut der Schweiz. Worum geht es im Sondi-Institut? Das Sondi-Institut wurde 1970 von Leopold Sondi gegründet. Leopold Sondi ist der Begründer der Schicksalsanalyse. Sondis Interesse galt dem familiären Erbe, woher wir kommen und wer unsere Vorfahren waren. Die Säulen unserer Familiengeschichte haben oftmals größere Auswirkungen, als wir uns bewusst sind. Schicksal, ein starkes Wort. Drehen wir uns im Kreis? Sind wir Opfer von unserem Schicksal oder können wir aus unserer eigenen Begrenzung uns befreien? Frau Schweikert, worum geht es in der Schicksalsanalyse? Ja, der Begriff Schicksal ist ein starkes Wort, welches oftmals mit etwas Unvermeidbarem, Unausweichlichem in Zusammenhang gebracht wird. Der Begriff Schicksal in Sondis Schicksalspsychologie meint jedoch etwas anderes und setzt sich aus drei Elementen zusammen. Hier, die Obstschale ist quasi das Schicksal. Erstens aus dem Erbe, aus allem, was der Mensch in die Wiege gelegt bekommt. Als Symbol nehme ich jetzt mal dafür Bananen und Äpfel. Zweitens aus dem, was die Umwelt mit ihm macht, also Eltern, Bezugspersonen, Lehrer, Freunde, Umgebung. Und drittens schließlich aus dem, was ein Mensch aus seinem Erbe und seinen Umwelteinflüssen selber macht. Wie auch ich hier meinen Fruchtsalat selbst zusammenstelle. Hier kommt dann die Freiheit ins Spiel. Und ich habe jetzt zum Beispiel meinen Fruchtsalat am allerliebsten mit Mandelblättchen und Honig. Und Sie? Hallo! Wünsche Ihnen viel Glück. Oh, danke. Und wie soll ich mir das vorstellen? Gerne gehe ich hier näher darauf ein. Bitte nehmen Sie doch Platz. Wir haben ein Zwangsschicksal, das unfreiwillig ist, und wir haben ein bewusst gewähltes Freiheitsschicksal. Sie haben beide Möglichkeiten und jeder wählt selbst. Was meinen Sie damit? Das Zwangsschicksal
ist ein Schicksal, welches oft als fremd empfunden wird. Ein typischer Ausspruch ist, ich fühle mich wie gefangen. Verstehe ich richtig? Sie sagen, viele Menschen könnten mehr aus ihrem Leben machen? Ja, genau. Sie haben es auf den Punkt gebracht. Darum geht es beim Freiheitsschicksal, dass man den Mut hat, so zu handeln, wie man handeln möchte. Klingt gut. Könnten Sie mir ein praktisches Beispiel geben? Ja, klar. Unser Schicksal offenbart sich zum Beispiel in unserer Berufswahl. In der Wahl unserer Freunde, unserer Hobbys, Talente und in der Wahl unserer Partner. Ich will gerade die Talente als Beispiel herausgreifen. Ich hatte im Rahmen einer Beraterausbildung die Begegnung mit einer Pflegefachperson. Dabei kam heraus, dass sie sich sehr gerne präsentierte, aber diese Seite von sich lange nicht gelebt hatte. Tja, heute bildet sie Pflegepersonal aus. Sie hält Kurse und steht sehr viel auf der Bühne. Und sie liebt es. Tja, vielleicht sollte ich auch mehr in der Erde wühlen. Wie meinen Sie das? Auch ich habe versteckte Talente, die geweckt werden sollten. Frau Schweikert, wann ist der Moment richtig, um zu wählen? Dies auch vor dem Hintergrund, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben, welche oftmals nur wenig Raum für Freiheit zulässt. Das entscheidet jeder selbst. Weil in dem Moment, in dem ich mir zugestehe, frei wählen zu können im Rahmen meiner aktuellen Möglichkeiten, da beginnt die Freiheit. Erbanlagen sollten genutzt und befriedigt werden. Das ist das Ziel der Schicksalsanalyse. Wer gut wählt, kann auch seine vererbten Bedürfnisse befriedigen. Und das kann in jeglichen Lebensbereichen erfüllend sein und glücklich machen. Hast du viel zu tun? Ja, schon, aber ich hab's gefunden. Super, pack's mal aus. Oh, sehr schön. Also, wir haben das letzte Mal doch zusammen besprochen, dass jeder Mensch seine Geschichte hat und auch seine Anlagen mitbringt. Darauf basiert die Schicksalsanalyse. Nun bist du doch auch gerade dran, Schnupperlehren zu machen und zu schauen, welchen Beruf du später ausüben möchtest. Auch hier gibt es bei Sondi die Möglichkeit herauszufinden, was man tun möchte, also wo die eigenen Bedürfnisse liegen. Wichtig ist, Laura, dass du deine eigenen Bedürfnisse erkennst und lebst. Leben kann man Bedürfnisse in einem Beruf oder in einem Hobby. Ja klar, das Leben muss doch Spaß machen. Ja genau. Schau mal diese Würfel an. Sagen wir mal, diese Würfel sind deine Bedürfnisse. Eine bunte Kombination aus deinen Anlagen und Lebenserfahrungen. Du bringst also eine ganze Reihe von verschiedenen Farben mit und du wählst, welche Bilder du daraus machen möchtest. Du entscheidest, welche deiner Bilder du leben möchtest. Mit der Methode und Technik von Sondi haben wir eine Art Baukastensystem, das hilft uns. So können wir unsere Bedürfnisse ganz konkret erfassen, um dann bewusst Einfluss auf unser Leben nehmen zu können. Ich bin die Regisseurin auf der Bühne meines Lebens und ich führe Regie über meine Möglichkeiten.
Und das ist für dich, Laura. Frau Schweikert, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Interview heute hier am Sondi-Institut Zürich. Jetzt noch eine Frage. Eine Ausbildung, eine Weiterbildung am Sondi-Institut, für wen eignet sich das? Welcher Berufsgruppe empfehlen Sie das? Welchen Menschen? Für wen kann das auch hilfreich sein? Ja, für alle Menschen, Berufspersonen in sozialen Berufen, die Menschen beraten und begleiten und sich weiterbilden möchten, die können eine Coaching-Ausbildung berufsbegleitend absolvieren. Und Berufspersonen, die Psychologie oder Medizin studiert haben, können am Sondi-Institut eine psychotherapeutische Ausbildung absolvieren.